Offen gestanden, ich habe das alte Wien nicht gekannt, das leichtlebige Wien des Walzertraums und so. Konstantinopel lag mir mehr. Ich lernte Wien erst im Zeitalter des schwarzen Marktes kennen. Wir schoben mit allem, was die Leute brauchten, vorausgesetzt, dass sie es bezahlen konnten. Amateure unseres Fachs kamen dabei natürlich leicht unter die Räder, beziehungsweise sie landeten in der Donau. Aber wer was von der Branche verstand, konnte sich gesund stoßen. Wie Sie wissen, ist die Stadt in 4 Zonen eingeteilt. Amerikaner, Engländer, Russen und Franzosen haben je eine Zone besetzt. Aber das Zentrum der Stadt ist international, mit internationaler Polizei, die sich aus den 4 Mächten zusammensetzt. Wundervoll, was man sich davon alles versprochen hat. Dabei waren es ganz brave Kerle, taten alle ihr Bestes. Wien sieht nicht anders aus als viele andere Städte Europas. Bisschen zerbombt. Ach, ich wollte Ihnen ja was erzählen. Ich wollte Ihnen die Geschichte von Holly Martins erzählen. Einem Amerikaner, der nach Wien kam, um seinen Freund zu besuchen. Der Freund hieß Harry Lyme. Also, Martins hat in letzter Zeit in Amerika Pech gehabt, nicht an dem Wort. Er war pleite und Lyme hat ihn eingeladen, weil, wie er schrieb, in Wien für ihn etwas zu machen sei. Eines Tages kam er nun an, der arme Teufel. Vergnügt wie eine Haubenlerche und ohne einen Cent in der Tasche. Ihren Pass bitte. Oh. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ein Freund hat mir einen Job angeboten. Wo wohnen Sie? Bei ihm. Stiftgasse 15. Sein Name? Lyme. Harry Lyme. Okay. Komisch, dass er nicht da ist. Offen gestanden, ich habe das alte Wien nicht gekannt, das leichtlebige Wien des Walzertraums. Konstantinopel lag mir näher. Ich lernte Wien erst nach dem Zweiten Weltkrieg, während der Zeit des schwarzen Marktes kennen, auf dem mit allem geschoben wurde, was die Leute brauchten, vorausgesetzt, dass sie es bezahlen konnten. Amateure dieses Fachs kamen dabei natürlich leicht unter die Räder, beziehungsweise sie landeten in der Donau. Aber wer was von dieser Branche verstand, der konnte reich werden. Wie Sie sich vielleicht noch erinnern, war die Stadt damals in 4 Zonen aufgeteilt. Amerikaner, Engländer, Russen und Franzosen hatten je eine Zone besetzt. Aber das Zentrum der Stadt war international. Die Polizei dort setzte sich aus diesen 4 Mächten zusammen. Wundervoll, was man sich davon alles versprochen hatte. Es waren ganz brave Kerle, die alle ihr Bestes gaben. Wien sah in jener Zeit nicht anders aus als viele andere Städte Europas. Zerbombt. Und verhungert. Ach, ich wollte Ihnen ja die Geschichte von Holly Martins erzählen, einem Amerikaner, der nach Wien kam, um seinen Freund zu besuchen. Der Freund hieß Harry Lyme. Martins hatte in Amerika Pech gehabt. Mit einem Wort, er war pleite. Und Harry Lyme hatte ihn eingeladen, weil, wie er schrieb, in Wien für ihn etwas zu machen sei. Eines Tages kam er nun an, der arme Teufel, vergnügt wie eine Haubenlerche und ohne einen Cent in der Tasche. Ihren Pass bitte. Was beabsichtigen Sie in Wien zu tun? Ein Freund hat mir einen Job angeboten. Wo wohnen Sie? Bei ihm. Stiftgasse 15. Der Name? Lyme. Harry Lyme. Okay. Komisch, dass er nicht da ist.